Willkommen in der Neffa-Roma-Küche. Hallo, ich bin Roman, ihr kennt mich als Teilnehmer von The Taste. Ich zeige euch, wie ihr den maximalen Geschmack und das beste Aroma aus euren Lieblingsgerichten zaubern könnt. In unserer neuen Folge kochen wir mein All-Time-Favorite-Fischgericht. Saftiger Lachs mit knackigem grünem Spargel und cremiger Sauce Bernaise. Gegart mit der einzigartigen Sous-Vide-Methode. Geschmacksexplosion garantiert. Gewürze, Kräuter marinieren und abschmecken. Ich verrate euch bei jedem Rezept, wie ihr an den Geschmacksstellschrauben dreht, wie die Profis. In der letzten Folge haben wir die Aromenwelt der Küche der Levante kennengelernt. Heute bereiten wir eines meiner All-Time-Favorites Fischgerichte zu. Lachs mit grünem Spargel und Sauce Bernaise, und zwar Sous-Vide gegart. Diese Art der Zubereitung wird euch umhauen. Man nehme Lachsfilet, frische Kräuter und Gewürze und gare alles gut verpackt im Vakuumierbeutel im Backofen. Fertig ist die französische Geschmacksexplosion. Der Fisch bleibt wunderbar saftig und fest, der grüne Spargel intensiviert sein Aroma und die butterige, cremige Sauce Bernaise begleitet die Aromen und verbindet sie perfekt. Sous-Vide ist hierfür die optimale Zubereitungsart wie im Sternerestaurant. Diese Geschmackskombination auf dem Teller wird euch und eure Gäste von den Stühlen fegen. Und das Beste daran, es ist unglaublich schnell und einfach zubereitet. Die wichtigsten Zutaten für unseren Lachs. Lachs, am besten Sashimi-Qualität, ohne Haut, Eier, Sahne, warmes Butterschmalz, auch als geklärte Butter bekannt, ist durch die Entfernung von Wasser, Milcheiweiß und Milchzucker aus Butter entstandenes reines Milchfett. Man kann es höher erhitzen und es ist auch sehr lange haltbar. Wir brauchen noch Zitrone, Kerbel, der schmeckt mild und geht in Richtung Anis. Estragon hat eine heilende Wirkung auf die Verdauung, da er viele Bitterstoffe enthält, die die Produktion von Magensaft anregen. Lorbeer, die frischen Blätter schmecken würzig bitter, die getrockneten dagegen harmonischer, würzig und enthalten nur eine leichte Bitternote. Zitronenthymian enthält viele ätherische Öle und schmeckt hervorragend zu Spargel. Champagneressig und Weißwein. Champagneressig ist etwas milder im Geschmack und bietet uns trotzdem eine leichte Säure. Grüner Spargel ist gesünder als der sogenannte Bleich- oder weißer Spargel, weil er mehr Inhaltsstoffe und wertvolle Vitamine enthält. Die komplette Zutatenliste mit allen Mengenangaben findet ihr unten im Rezept bei der Beschreibung. Als erstes salzen wir den Lachs leicht an und geben das Filet zusammen mit einem Stück Butter in einen Vakuumierbeutel. Wichtig ist es darauf zu achten, dass der Rand des Beutels sauber bleibt, um eine durchgängige Schweißnaht zu erhalten. Den Spargel richtet ihr auf einem Brett aus und schneidet ihn hinten am Stiel ab. Somit sind alle Stangen gleich lang. Für unseren grünen Spargel geben wir Butter, Zucker, Thymian, Salz und Zitronenschale und die Spargelstangen in einen Vakuumierbeutel. Der Spargel wird auf Stufe 3 vakuumiert. Durch das Vakuumieren werden die einzelnen Zellen aufgebrochen, der Sauerstoff entzogen und die Marinade dringt besser ein. Das verkürzt die Marinierzeit. Jetzt kommt unser Spargel in unseren Neff Full Steam Backofen. Wir schalten die Sous-Vide-Funktion ein auf 85 Grad und lassen unseren Spargel für 20 Minuten Sous-Vide garen. Unser Spargel war jetzt bei 85 Grad für 20 Minuten in unserer Sauna und jetzt regeln wir die Temperatur auf 50 Grad herunter, stellen den Timer erneut auf 16 Minuten und legen unseren Lachs zum Spargel und lassen unseren Lachs und den Spargel zusammen für weitere 16 Minuten in der Sauna. Sous-Vide kommt aus dem Französischen und bedeutet wortwörtlich Garen unter Vakuum. Beim Sous-Vide-Garen werden Fisch, Gemüse, aber auch Fleisch zusammen mit Kräutern und etwas Fett als Geschmacksträger in einem speziellen, säurefesten, hitzebeständigen Vakuumierbeutel eingeschweißt und gradgenau bei konstant niedriger Temperatur im Dampf gegart. Somit bleiben die allermeisten Mineralien, Vitamine, aber auch Geschmacksstoffe und Aromen erhalten und intensivieren sich sogar noch. Einfach Geschmack, den man nicht vergisst. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Rezepts, die Sauce Bernaise. Sie ist ein Twist aus der klassischen Hollandaise, also eine Art warme Mayonnaise aus Butter anstelle von Öl.
gewürzt mit Essig, Schalotten, Weißwein und ihren beiden Signature-Kräutern, dem wunderbaren, oft unterschätzten Estragon und Kerbel. Die butterige, cremige Konsistenz lässt euch die Zeit kurz vergessen. Ein Löffel davon und ihr seid in Frankreich. Apropos französische Küche. Kennt ihr es schon, unser Aromaprofil? Zeigt euch wie immer, welche Zutaten welche Geschmackskomponenten mitbringen. Wir unterscheiden dabei die 5 Basis-Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Anhand der einzelnen Balken könnt ihr leicht nachvollziehen, wie das Gericht durch die einzelnen Zutaten an Geschmack gewinnt, beziehungsweise welches Aroma durch die Zutaten gerade hinzugefügt wird. Lachs und grüner Spargel besitzen einen sehr zarten und feinen Geschmack. Die kräftige Sauce Bernaise ist die ideale Ergänzung dazu und wird mit den folgenden Zutaten zum Aromabooster. Der Estragon bringt uns einen leicht süßen und bitteren Geschmack mit, die Schalotte und Sahne dagegen die Süße. Der Champagneressig und die Zitrone sorgen für die Säure und die Balance zur Sahne. Das Eigelb liefert das Umami und bringt alles zusammen und macht daraus eine wunderbare, geschmacksintensive Soße. So, jetzt geht's los. Die Soßengrundlage ist denkbar einfach. Kleingeschnittene Schalotten, Weißwein, Essig, Pfeffer, Estragon und Lorbeerblatt in einem Topf zusammen zum Köcheln bringen und um ein Drittel einreduzieren. Am besten eignet sich die Stufe 7 auf eurem Neff-Induktionskochfeld. Das habe ich mir hier schon mal vorbereitet. Jetzt ist sie aber noch nicht ganz fertig. Damit sie so richtig schön cremig und vollmundig wird, werden wir jetzt Eigelb, Sahne und Butter dazugeben. Jetzt kommt ein wichtiger Step. Die Butter nur peu à peu dazugeben und fleißig rühren, da sich die Bernaise sonst nicht verbindet. Wir rühren alles in einem kleinen Topf zusammen, am besten mit einem Schneebesen, und aktivieren die Power Move Funktion an unserem Induktionskochfeld und stellen die Soße warm. Wichtig ist, dass diese Soße nicht gekocht wird, sondern eine Emulsion zwischen dem Eigelb, der Butter und der Sahne entsteht. Nehmt euch hierfür etwas Zeit und Muße. Wenn sie euch ein wenig zu dick wird, einfach etwas Flüssigkeit dazugeben und drunter rühren. Die Kräuter und den Zitronensaft rühren wir erst zum Schluss vor dem Servieren darunter, da uns sonst die Kräuter sehr schnell grau werden. So, unser Lachs ist jetzt perfekt gegart und der Spargel ist auch ready. Ich habe beides gerade aus dem Backofen und dem Vakuumierbeutel geholt und jetzt geht's ans Anrichten. Nehmt euch einen schönen großen Teller, setzt den Lachs in die Mitte und legt den Spargel schön eng dahinter und gebt zum Schluss noch die Sauce Bernaise mit einem Löffel über den Lachs. Jetzt kommen noch unsere frisch gehackten Schalotten dazu und unsere Kräuter und unsere Sauce Bernaise ist fertig. Hey Roman, lass mich doch bitte mal probieren. Also die Soße. Echt jetzt? Ja, unbedingt. Ich kenne nur Sauce Hollandaise. Na dann, probier's doch mal. Ja, ein Traum. Danke dir. Und? Wahnsinn, es ist viel frischer und intensiver als Sauce Hollandaise. Geil, oder? Richtig, richtig frisch auch. Das ist Zitronige. So soll's sein. Hat euch unser Rezept heute gefallen? Hinterlasst doch hier einen Kommentar oder postet eure Fotos oder Videos von euren Ergebnissen mit Hashtag Aroman auf Instagram. Ich gönne mir jetzt noch den Neff Signature Drink, den müsst ihr auch unbedingt probieren. Cheers, Rob! Cheers, Tim! Das Rezept zum Drink und für den Lachs mit grünem Spargel und alle Infos zu dem Backofen von Neff, mit dem wir dieses Gericht zubereitet haben, findet ihr unten in der Beschreibung. In unserer nächsten Folge kehren wir wieder zurück zum Ausgangspunkt unserer kulinarischen Reise nach Bella Italia. Genauer gesagt nach Ligurien und backen den weltbesten köstlichen Hefeteigfladen, den knusprigen, saftigen italienischen Klassiker Focaccia. Ihr werdet nicht genug davon bekommen, ich verspreche es euch. Also unbedingt einschalten. Danke fürs Zuschauen, abonniert unbedingt unseren Kanal für alle neuen Rezepte. Und hier gibt's noch ein anderes interessantes Video von Neff. Und nicht vergessen, die Abo-Glocke drücken. Bis bald, euer Roman. Mm-hmm.